Ich sehe hier Turbulenzen haben wir. Ich sehe da nichts. Siehst du da nichts? Ist da ein Zaun oder ist da kein Zaun? Moment, da muss ich jetzt mal. Da ist nichts. Ah, jetzt hast du aber ordentlich Schub drauf. Wow, 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 jetzt fliegen wir gerade über eine Baumschule. Okay, jetzt könntest du runter, aber mit. Ja, ist mir zu knapp am Zaun. Muss man Höhe gewinnen. War mir zu nah am Zaun mit dem Heckruder. I've got a visual. Unknown contact. One and a half clicks. Southwest. Boah, da kommt eine Stromleitung. Ja, ja, ja. Kai, bitte. Bring uns nicht um, verflucht. Mit der Sonnenbrille durchs. Nein, bitte. Oh, ich muss einen größeren Bogen fliegen. Okay, bitte. Tu das alles, nur bring uns nicht um, okay? Ja, wieder. Alter. Du fliegst aber ganz schön zügig. Ja, weil er in Schräglage ist. Jetzt halt den Hebel ruhig. Ich bremse doch gerade ab, du Mongo. Ich weiß. Du weißt, ich bin ein bisschen melodramatisch. Vielleicht ist es besser, ich würde es wahrscheinlich nicht professioneller hinkriegen. Wow. Kommst du runter, Kai? Ja, langsam. Wo willst du landen jetzt eigentlich? Hä? Wo willst du landen? Da irgendwo. Auf der Straße? Nein, da auf dem Hügel. Achso, auf dem Felsen. Okay, ist eine freie Fläche. Wir können einen Landeanflug. Da ist ein versuchen. Strom. Ja gut, ist ja auch schon ziemlich weit auf dem Hügel drauf. Oh, weit. Kurze Turbulenz. Ne, ist zu. Turbulenz. Musste Höhe gewinnen, ich war zu flott. Ja, das ist immer besser. Über 10 Landeanflüge als ein gescheiterte hastige Landung. Wir haben ja noch jede Menge Sprit im Tank und... Ich weiß nicht. Was das andere ans bedeutet. Goddamn. Ja, das sieht gut aus. Achtung, fliegst gleich zurück. Und bei dieser Gruppe ist es. Oh, Kaido, nein, wir können auf dem Hügel landen. Was, wenn wir rückwärts kippen und uns der Heckrotor einen Strich richten? Da versuche ich doch noch gerade ganz langsam nach vorne zu fliegen. Gut, gut, gut. Jetzt, wow, jetzt schwebst du ja wie ein Schwan. Ne, ich fliege immer noch zurück. Warte, jetzt bist du quasi bei Null. Jetzt fährst du gleich vorwärts. Das ist okay. Das sollten die Kufen aushalten. Wir schrappen. Jetzt 176 Meter. LOL! Scheiße! Halt's mal, bist du tot? Ja. 3, 0, 8, 4, 2, 1, 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 1
Fuck, bin ich geflogen, Junge. Wie Dreckschiff, Alter. Also das, mal. Ich glaube, das Paket kann man vergessen. Ja, das ist abgebrochen, oder? Dann hol dir einfach in der Stadt jetzt ein neues. Den hast du richtig gemacht. Meine Jetzt heißt es einfach nur warten darauf, dass der Notarzt kommt. Sollte eigentlich kommen. Aber die Landung war doch schon perfekt. Da fühlt man sich langsam sogar sicher bei dir. Aber dass du natürlich in so einen Propeller reinläufst. Nein, ich bin über den Stein am Heli. Mit der Fresse direkt so, da rein. BAM! Ich so, wieso bin ich jetzt tot? Erst habe ich gedacht, mich hätte irgendwer einer weggesnipert, aber nee. Dickfett vom Rotor. Einen verbratzt bekommen. Wie viele Feuerwehrleute sind online? 3. Wird so einer bestimmt hier aufmachen, oder? Eben war einer in der Nähe. Ehrlich? Sogar in der Nähe? Ja. Wow, es gibt einen Sonnenaufgang. Ja, da kommt jemand. Ich sehe ein helles Licht. Ich sehe einen Rettungshubschrauber, Kai. Du bist gerettet. Oh Mann, der landet natürlich wie eine Eins. Das Warten hat sich gelohnt. Ja, eben. Ich wink ihn herbei. John Schnee ist der Pilot. Oh Gott sei Dank. So, guten Tag. Könnt ihr bitte einweisen? Ja, keine Ursache. Nächstes Mal aber bitte den Landeplatz besser ausleuchten. Okay. Er hat gemeint, vielen Dank fürs Einweisen. Ich habe die ganze Zeit mit Shift B so diese Wink-Animation gemacht, was eigentlich Hände hoch bedeutet. Mein Freund hier ist gegen den Rotor gelaufen. Vielen Dank. Ja, das ist äußerst ungesund. Ein übles Missgeschick. Ich hab's gemerkt. Man darf es nie versäumen. Ja, die Rotorblätter sind Anweisung. Genau, der Sicherheitsabstand ist extrem wichtig. Sir. Ja. Ja. Okay. Kann ich sonst noch was für euch tun? Mir geht's super, vielen Dank. Okay, sonst ist alles gut. Wenn Sie kommen, dann kommen Sie einfach mal im Krankenhaus vorbei. Der Doktor wird Sie dann nochmal untersuchen. Gut. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend. Ihnen noch einen guten Flug. Alter, wie der gelandet ist. Wie ist der gelandet? Das ist ganz schön dicht über den. Ich hab's gesehen. Was? Helikopter geflogen. Bleib mal am Heli. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und du. Bin da aber jetzt erstmal nichts mehr. Kein Sannis. Was machst du jetzt nicht mehr? Erstmal nichts spenden. Dafür habe ich nicht genug Kohle. Ich hätte ihm das Geld geben können, was wir bisher verdient haben. Aber das wäre es ja auch nicht gewesen. DHL 14, wo ist denn DHL 14? Wow, Alter, was der jetzt für einen Start hinlegt. Rutscht er erstmal den Berg runter und bis er dann mal hoch. Nicht schlecht, der Typ. Nicht schlecht. Gut. Wie geil das einfach aussieht, leck mich am Arsch. Der Ozean. Jetzt gibt's kein Entkommen.
Jetzt gibt's keine Chance, wenn wir jetzt einen Triebwerksausfall haben. Dann kracht's. Aber wir erreichen gleich, Achtung, wir fliegen gleich über diese radioaktive Insel davon. Land in Sicht. Land in Sicht! Guck mal, da ist ja wirklich nichts drauf. Geschwindigkeit sind. Orgos ist, ja, genau da vorne. Da kannst du nicht landen, vergiss es. Am Maglas hat doch schon mal einen gelandet. Ja, aber wir als Anfänger schaffen das nicht. Vergiss es. Das sind harte Worte. Ey, wo hat der dann damals geparkt? Der hat auf diesem. Da ist ein Sportplatz, Kai. Vielleicht können wir da landen. Da muss ich aber drehen. Weiß nicht. Also ich kann versuchen, auf diesem Sportplatz zu landen. Aber ich hafte für nichts. Lol. Das leckt hier gerade ein bisschen bei mir rum. Alter, was ist mit der fucking Sicht los? Wow! Weil wir sind sehr tief. Ja, ich weiß. Ich krieg hier aber so eine Kurve nicht hin. Und dann bin ich hier ins Gebiet schon. Wir kriegen keine Probleme, wenn wir hier drüber fliegen. Ein Krankenhaus. Echt? Ein schönes Krankenhaus. Da ist die radioaktive Insel. Da ist kein Scheiß. Nichts. Muss einen größeren Bogen fliegen. Ja gut, das war jetzt schon ein Riesenbogen, würde ich mal behaupten. Jetzt drosselt die schon in die 30 km/h und dann fliegt da, wo der Pier ist. Kai, wir haben 200 Sachen drauf. Keine Chance, da allein was anzupeilen. Ich geb dir die Steuerung. Ja. Oh Gott, ja komm. So, ich hab die Steuerung. Lande einfach hier irgendwo. Ich lande jetzt auf dem Sportplatz. Cool bleiben und easy. Auf dem Sportplatz! Na, was denn sonst für ein Sportplatz? Ach, da auf dem Sportplatz. Okay, so ich hier runter. Pass auf, dass ich nicht diesen Turm da erwische. Du bist zu schnell. Ja, das stimmt. Schaffst du nicht. Du müsstest senkrecht runter, Junge. So, oh fuck. Was ist denn? Warn mich, wenn da was kommt, gell? Das ist aber zu flott. Ich glaub, das sehe ich nicht. Runter, runter, runter. Ja. Mehr links, 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 links. Vorwärts, links. Ist er hinter mir was? Runter. Rechts. Achtung, vorwärts. Jetzt. Oh, zieh hoch, zieh hoch. Das. Was ist denn da? Oh Gott. Das nicht aus der Ruhe bringen lassen. Geradeaus. Gerade. Aus! Wow! Oh. Junge! Willst du uns töten? So, warte, ich bremse jetzt vorwärts! Gut, das war zu stark. Ganz Junge. Easy! Ich bin soweit! So schnell! Lande hier! Aha! Oh, fuck! Das Tor kriegst du nicht umgewegst! Runter, runter! Oh. Ich muss mich hinlegen. Oh.
Nein, 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 nein. Alter. Dass ich das überlebt habe, Alter. Lol. Das. Hast du den abgeschlossen eigentlich? Ja. Alter, warum schmeißt mich der Typ die ganze. So. Ich brauch was zu fressen, ganz dringend, Alter. Boah. Das soll mir doch meiner glauben. Ich hol mir mal Werkzeugtaschen mit. Solltest du ja auch holen noch. Ach Quatsch, ich brauch die gar nicht. Ich hab da jede Menge Bargeld. Ich kann ja das jetzt erstmal so einfach kaufen alles. Oh, Alter. Mir brummt der Schädel. Blöd, ich hab dann auch. Oh lol, jetzt hab ich irgendeinen Scheiß gekauft. So. Ich hab dir noch Geld gegeben. So. Das, was ich dir bei deinem Unfall abgenommen habe, ist sogar mehr, bevor du jetzt wieder rummoserst. Stimmt, da war ja. Verdammt. So, bist grad du noch weit? Was. Nee, noch gerade was trinken. So, ach ja, du musst das Paket hier noch abgeben, gell? Ah ne, stimmt, ich. 300 Meter. So, ich warte beim. Puh, was für eine Landung, ey. Alter. Ich guck mal. Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Und links, dann links, links! Die Zäune rechts. So bling, bling, bling. Aber der Hubschrauber hat keinen Schaden genommen. Alles easy. Lol. Hätte, wären die Zäune nicht irgendwie weggewichst, dann wäre der Hubschrauber aber ganz schön am Arsch gewesen. Hast du schon mal so eine Landung gesehen überhaupt, hä? Ja. Ich frag mich auch mal, Bruce Willis. Wie das der Notarzt hinkriegt. One, rally up! Sammy! Komm, sieh zu jetzt. Cool, wie sich die Wolken in dem... in der Frontscheibe so, ja, halt eben so spiegeln in dieser gebogenen Form halt. Weiß. Wie viel Sprit ist denn noch drin? Weniger als halb. Ja, okay, das ist jetzt nicht so stressig. Aber du kannst trotzdem zur Kerosintankstelle fliegen. Ist nur ein Katzenmarsch von dir entfernt. Und wenn du dabei nicht drauf gehst, wird es noch besser. Nehmen wir so einen Typ stehen da, ja. Okay. 37.000 verdienen! Okay. Paket DHL 18, wo ist denn das? Pyrgos. Ja? Aber da habe ich ja nichts verdient. Ah, Mann, das ist natürlich umso ärgerlicher, dass ich jetzt nur so ein läppisches Paket ausbekomme. Kai, du musst zur Kerosintankstelle, nicht zur normalen Tankstelle, gell? Das ist doch die Kerosintankstelle. Nein, guck mal auf der Map, die Kerosintankstelle ist auf dem Flugplatz. Ich rede hier von... Das ist in grün geschrieben, deswegen sieht man das jetzt vielleicht nicht direkt. Bei dem Jethändler.
Ich bin noch da. Nein, du warst gerade bei der Autotankstelle. Verarsch mich nicht. Hallo, was machst du für Typ? Oh, ich habe aus Versehen X gedrückt. Oh Gott. Ich lande hier, dann fliegst du dahin. Was heißt, du landest hier nicht, fliegst dahin? Jetzt flieg einfach zu dieser Jet-Tankstelle. Das sieht doch ganz gut aus. Gut, das ist hier. Wow, Alter, was ist das? Zieh ihn runter. Kai, da bist du doch noch lange da. Du sollst ja hier hinkommen. Weil ich mir keinen Wegpunkt gesetzt habe. Ja, dann setz hier einen halt. Wir treffen uns an der Jet-Tankstelle. Wow. Scheiße, ich vergesse immer wieder die Tastatur. Das muss umgehen. Und das hier gegen die Wolle. Jetzt baffen wir schon wieder. Bin ich mal gespannt. Oh lol. Aber die sind alle verboten. Sind alle verboten? Ja. Ja, guck dir mal die Kaufpreise an, der Buzzard. 25 Millionen. Die kosten alle 25 Millionen. Boah, guck mal was an Geschwindigkeit. Alter, Walder. Ah, das sind ordentliche Zahlen. To! Der Neofron, oder wie das heißt, schafft 1959. Ja gut, ich hatte gehofft, dass man hier vielleicht auch, ich weiß nicht, ein Propellerflugzeug kaufen kann oder so. Ein Busch. Das wäre echt geil. Ja, das wäre echt schick. So, also ich muss zurück nach Pyrgos, du musst einen Kaff weiter oder was? Wie war das? Ja. Easy. Ich habe mir jetzt keinen.